Sehr verehrte Damen und Herren, Kolleginnen, Kollegen, liebe Studierende und natürlich sehr verehrtes Podium, Stanislaus Vonnis, Jakob Tanner, Dieter Geisbühler und Gabriela Christen. Mein Name ist Johannes Käferstein. Ich bin der Leiter dieses Instituts für Architektur und möchte Sie heute Abend herzlichst zu dieser, glaube ich, sehr wichtigen Veranstaltung begrüßen. Mein Part ist ein kleiner Part. Ich übernehme gerne die Begrüßung. Ich werde meine Kollegin Gabriela Christen einführen, ihr dann das Wort übergeben und sie wird dann die Herren vorstellen, mit denen sie diskutieren wird. Gabriela Christen ist ein Profi und ich muss euch, sie, warnen, weil sie versteht es außerordentlich gut, Informationen oder uns zum Reden zu bringen, sagen wir so, uns, nicht, es geht nicht um Informationen, uns zum Reden zu bringen auf eine unglaublich angenehme Weise und ich schätze es immer, dich zu treffen und mit dir reden zu dürfen. Ich habe immer das Gefühl, ich erzähle sehr viel. Auf jeden Fall, Gabriela Christen war bis vor wenigen Wochen Direktorin des Departements Design und Kunst hier an der Hochschule Luzern, natürlich in Emmenbrücke. Vorher, ich erwähne nur größere Stationen. Vorher war sie Kulturredaktorin beim Schweizerischen Radio, SRF2. Daher, das habe ich dir auch schon erzählt, kenne ich deine Stimme, habe immer gerne deine Sendungen gehört. Gabriela Christen hat ein Studium der Kunstgeschichte, Romanistik und Philosophie in Basel, Paris, Wien, Zürich und Bern absolviert. Wir sind jetzt an einer gemeinsamen Arbeit, worum es geht, eine Art Plattform für die Sakrallandschaft der Zentralschweiz zu erstellen. Ein Forschungsprojekt, das auch du weiterhin begleiten wirst. Und begleitest ebenfalls das Kloster Baldeck in einem Strategieprozess, welches das Kloster und dessen Gemeinschaft in eine Zukunft führen wird. Aber heute Abend gehört der Abend Stanislaus Vonnis und seinem Buch. Ein Buch, das meiner Meinung nach hervorragend ist. Und vielleicht muss man sagen, leider auch von der Aktualität eingeholt wird. Europa ist, oder ein Teil von Europa ist im Krieg, etwas, was wir uns, glaube ich, nicht mehr vorstellen konnten, dass so etwas passiert. Und der Inhalt deines Buches, Stanislaus, glaube ich, stellt die Rolle der Schweiz, die Rolle von uns Architektinnen und Architekten in ein neues Licht, das wir diskutieren müssen. Ich bin sicher, dass es, dass du, Gabriela, diesen Übergang schaffen wirst zwischen dem geschriebenen Text und der aktuellen Situation. Und ich möchte nicht vergessen, den GTA Verlag auch zu begrüßen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und ich bitte alle, die interessiert sind, kauft das Buch, es ist wirklich ausgezeichnet. Soweit zu mir, zu meiner kleinen Begrüßung und ich übergebe gerne dir das Wort. Ja, danke vielmals, Johannes. Hört man das gut von der Lautstärke hier? Bitte, wenn wir zu leise werden oder zu laut, einfach Zeichen geben, damit wir wirklich so in einen guten Austausch kommen können heute Abend.
ich hoffe, dass ich den hohen Erwartungen, Johannes, danke vielmals für deine Worte, dass ich denen gerecht werden kann. Aber es wird ja nicht an mir liegen, sondern am Podium, das wir heute hier haben. Und ich freue mich sehr darauf, weil ich denke, du hast es auch schon ein bisschen angetönt. Es gibt auf der einen Seite das Buch von Stanislaus Vomos, das historische Bezüge hat, das aber auch ganz konkret unterdessen von der Gegenwart vom Krieg in der Ukraine auch eingeholt wurde. Ich denke, diesen Bogen werden wir immer wieder machen, ebenso wie den Bogen von der Schweizer Architekturgeschichte zur internationalen Architekturgeschichte. Das wird sehr wichtig sein. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Vielleicht ganz kurz, bevor ich die Gesprächsteilnehmenden hier noch vorstelle. Wir werden circa eine Stunde, ein bisschen mehr, miteinander sprechen. Stanislaus Vomos wird uns etwas aus dem Buch auch vorlesen. Wir werden dann natürlich auch die Gelegenheit haben, mit Ihnen noch den Austausch zu suchen, das Gespräch gemeinsam zu führen gegen Schluss dieser Veranstaltung. Und ich versuche Ihnen zu versprechen, dass wir spätestens um 8:30 dann damit einen schönen Bogen gemacht haben werden durch dieses Buch. Zur Vorstellung der Gesprächsteilnehmenden, Stanislaus Vomos, ich glaube, eigentlich muss ich dich wie alle anderen Teilnehmenden an diesem Podium gar nicht vorstellen. Ich tue es natürlich trotzdem. Du bist emeritierter Professor für Kunstgeschichte an der Universität Zürich. Du bist Gastprofessor noch immer an den renommiertesten Hochschulen der Welt, in Princeton, Yale und so weiter. Und ich habe dich kennengelernt in den 80er Jahren, bereits damals als wirklich sehr ungewöhnliche Erscheinung in der Schweizer Kunstgeschichte, der für mich damals aus meiner Sicht auch die ganze Thematik der zeitgenössischen Architektur und der Auseinandersetzung mit Architektur und Design für mich und für meine Mitstudierenden damals in Zürich auf eine ganz neue Art und Weise eingebracht hat. Und ich denke, das ist auch genau diese Art von ungewöhnlichen Zugängen, die du immer wieder gesucht hast und die wir heute Abend auch in deinem Buch wieder antreffen werden. Dann auf meiner linken Seite Jakob Tanner, den ich heute kennengelernt habe zum ersten Mal. Die Stimme. Da habe ich natürlich mich auch kundig gemacht und habe gesehen, dass Sie aus der Zentralschweiz stammen, was mir gar nicht bewusst war. Aus Rot habe ich gelesen. Sie sind auch emeritierter Professor für Geschichte der Neuzeit und der Schweizer Geschichte. Zuständig für die Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Und ich denke natürlich ganz breit bekannt vielen aus ihrer Tätigkeit in der Bergier-Kommission, der Expertenkommission des Bundes zur Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt drauf, wie Sie auch dieses Buch, die Themen im Buch von Stanislaus Vomos, die ja gründen in dieser Zeit, wie Sie auf diese Themen reagieren, was Sie dazu zu sagen haben, weil wir natürlich alle wissen, dass Sie die Schweiz und insbesondere auch den sogenannten Sonderfall Schweiz natürlich auch immer aus sehr kritischer Position beobachtet und beleuchtet haben. Dieter Geisbühler, hier natürlich bei Technik und Architektur seit vielen Jahren Dozent. Dich brauche ich wahrscheinlich am wenigsten vorzustellen hier in dieser Runde. ETH-Architekt, du warst in verschiedenen Architekturbüros tätig, führst seit rund 17 Jahren, glaube ich, dein eigenes Büro mit Gerlinde Fenschott. Und du bist ein großer Kenner nicht nur der Zentralschweizer Architektur, des ganzen zentralschweizerischen
Raumes auch. Wir haben zusammengearbeitet, auch in diesem ganzen Thema der Sakrallandschaft, sondern auch in vielen Themen, die wir heute noch miteinander besprechen können. Und du hast dich ja bereits in mehreren sehr schönen Texten jetzt auch über das Buch publizistisch geäußert und bist auch publizistisch tätig. Ja, das Buch Erste Hilfe, Architekturdiskurs und nach 1940, eine Spurensuche, Stanislaus Vomos, 1940, das ist eine interessante Zahl. Der Krieg hat ja früher begonnen, 1939. Wieso diese Zahl 1940? Ich stelle die Frage natürlich ein bisschen rhetorisch, aber ich hoffe, du kannst mir eine originelle Antwort darauf geben. Es sieht besser aus. Es sieht besser aus als 1939. Und ich glaube, es ist ja die Freiheit eines Autors, eine Zahl zu wählen, um die herum er dann den Plot organisiert. Und ich sah mich nicht, ich weiß, dass nicht nur der Krieg, also wie es heißt, ausgebrochen ist. Ich meine, wann ist der Krieg ausgebrochen, wann hat er aufgehört, wer ist überhaupt im Stand, das genau festzulegen. Aber nach unserer Rede und Denkweise ist er mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen 1939 ausgebrochen. Aber de facto kann man natürlich irgendein anderes Datum wählen, je nach dem Standpunkt oder dem Standort, an dem man sich befindet. Und bei mir gibt es im Buch ein paar Episoden und ein paar Punkte, die ich auch ein bisschen zu vertiefen suche, die halt mit 1940 zu tun haben. Und es ist eine rundere Zahl als 1939. Ist das genügend geheimnisvoll? Was soll ich es jetzt sagen? Ja, du hast mich ja nicht gefragt, was mein Geburtsjahr ist. Aber das fand ich sehr elegant. Danke. Also es ist damit schon angedeutet, dass das Buch natürlich eine sehr große Nähe zu deiner Biografie hat, auch zu deiner intellektuellen Biografie. Und ich nehme an, sehr viele von Ihnen werden das Buch, nachdem dieses Gespräch stattgefunden hat, kaufen und lesen. Dafür ist ja der Verlag da. Ich habe mir deshalb gedacht, dass ich ganz am Anfang, bevor ich dir dann das Wort für die Lesung gebe, eine ganz kurze Zusammenfassung versuche dieses Buches, was natürlich eine ungeheuer schwierige Aufgabe ist, da dieses Buch eine unendliche Fülle von Themen. Ich schicke es dir nachher. Okay, ist gut. Ich glaube, das Buch geht von der Feststellung aus, dass man eigentlich erwarten könnte, dass im Zweiten Weltkrieg in der Architekturgeschichte eher eine Zäsur, eine Zwangspause eintreten würde. Insbesondere auch in der Schweiz, die natürlich abgeschottet war, aber natürlich auch in ganz Europa, dass in diesen Kriegsjahren das natürlich zerbombt wurde. Und du zeigst ein ganz anderes Bild von dieser Zeit. Du zeigst eigentlich ganz, ganz klar, dass der Zweite Weltkrieg und das wird dann deine Lesung gleich nachher sein, diese ganze Thematik der Ruine und der Tabula Rasa, dass das eine ganz eigene Inspiration war für die Entwicklung der Architekturgeschichte und auch der Stadtplanung. Die Schlagworte sind, wie ich gesagt habe, Tabula Rasa, die Schönheit der Ruinen oder die makabre Schönheit der Ruinen, davon ist die Rede. Und auf der anderen Seite zeigst du auf, dass die ganze humanitäre Tradition der Schweiz, also die Erste Hilfe, die Schweiz als Sitz des Roten Kreuzes, in ihren Möglichkeiten auch sich am Wiederaufbau zu beteiligen, Notunterkünfte zu schaffen, provisorische Architekturen nach dem Krieg eigentlich zu schaffen, dass das auch eine große Inspiration war für die ganze Entwicklung der Stadtplanung und der Architektur in der Schweiz. Vielleicht, wenn man die großen Themenfelder, ich nehme jetzt natürlich nur wenige raus, es sind ja wirklich viele, anspricht, dann sind das die Zertrümmerung der Städte, die Erste Hilfe oder auch die Krankenpflege, die Aufnahme und dann
natürlich das ganz große Thema der Stadtplanung, aber das nicht nur in der Schweiz, obwohl das Buch eine Schweizer Spurensuche heißt, sondern immer wieder im Bogenschlagen auch zu diesen ganzen internationalen Kontexten. Und ich glaube insbesondere, so dass die Fragestellung, die auch das ganze Buch durchzieht, ist natürlich die Frage, kann oder auch wie kann Architektur Gesellschaft formen und bauen. Wärst du mit dieser kurzen Beschreibung der Inhalte des Buches einverstanden? Ich glaube, da habe ich nicht keine großen Einwände. Aber man müsste jetzt wahrscheinlich das eine und andere vertiefen. Oder? Genau, das machen wir jetzt. Ja, wunderbar. Dann würde ich dir zuerst das Wort geben für eine erste Lesung aus dem Buch. Okay. Ja, also zunächst möchte ich mich natürlich sehr bedanken für die Gastfreundschaft, Johannes Käferstein, dass ich hier das Buch vorstellen kann, wo ich in den vergangenen Jahren ab und zu Gast sein durfte. Ich finde das eine unglaublich spannende, sehr konzentrierte Situation hier in Horb und für mich eine große Überraschung eigentlich, so über die lange Zeit meines Lebens zurückblickend festzustellen, dass in Horb so etwas wie ein Fokus der Architekturforschung entstanden ist, wo ganz unglaublich lebendige und spannende Zusammenkünfte, Veranstaltungen schon durchgeführt wurden, die ich meistens als Zuschauer und so miterlebt habe. Also ich finde es toll, dass ich hier heute Abend das Buch zeigen kann. Ich stelle fest, dass ich wieder länger nicht offenbar gesprochen habe, denn mein Hals macht offenbar nur bedingt mit. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können überhaupt. Ja? Ja? Okay. Also dann ist natürlich immer ein großer Spaß, wenn der Verlag auch mitzieht, und das hat er natürlich von allem Anfang an gemacht. Ich bedanke mich nochmals bei meiner wunderbaren Lektorin Ulrike Steiner und beim Verleger Moritz Gleich. Einmal mehr, dass sie das Buch überhaupt gemacht haben, trotz des irritierenden Titels. Ich erinnere mich an die Vorgängerin von Moritz Gleich, Veronika Darius, wie ich irgendeines Tages, vielleicht wird das auch noch eine Frage sein, die Gabriela mir stellen wird. Wie ist es zu dem Wort oder zu der Titelwahl gekommen? Erste Hilfe. Jedenfalls über Nacht. Ich habe irgendwann gefunden, dass eines der Kapitel diesen Titel Erste Hilfe bekommen sollte oder könnte, weil das das Kapitel ist, wo genau die Hilfeleistung als eine politische Aufgabe einerseits und aber auch als ein Aspekt des Selbstverständnisses der modernen Architektur im Vordergrund steht. Also das hat dann dieses Kapitel, das ist das zweite Kapitel im Buch, hat dann diesen Titel Erste Hilfe bekommen. Und ich habe Veronika Darius gesagt, wie wäre es, wenn man einfach diesen Titel Erste Hilfe nehmen würde? Das kommt gar nicht in Frage. Da bekommen wir sofort einen Prozess angehängt. Ich wusste zwar nicht genau von wem, vielleicht vom Roten Kreuz oder vom Apothekerverband oder vom Zivilschutz, aber jedenfalls habe ich gesagt, okay, dann müssen wir halt etwas anderes uns einfallen lassen. Und ein paar Wochen oder Monate später, vielleicht war es sogar ein Jahr später, ist sie auf mich zugekommen und gesagt, wir müssen es unbedingt mit dem Titel machen. Sie hat sich erkundigt, das ist gar nichts zu befürchten. Und so viel ich weiß, ist auch keine Protest oder kein Prozess irgendwie angedroht worden. Und daher, also dieses Stichwort Erste Hilfe. Aber jetzt will ich aus dem allerersten Kapitel ein paar Abschnitte lesen, gerafft und vielleicht auch ein bisschen neu zusammengestellt, um Ihnen auch eine Vorstellung von der Thematik des Buches zu geben. Aber da es mir ja daran gelegen war, dass der Text als Buch erscheint, bin ich auch froh, die Gelegenheit zu haben, aus dem Buch, also wortwörtlich nach dem Buchtext lesen zu können, weil ich befürchte, dass dieser Text etwas präziser ist als das, was ich im Dialog irgendwie zustande bringe hier auf diesem Podium. Sieht man von Erdbeben, Waldbränden und Tsunamis sowie von den vielen
Kahlschlagsanierungen in den Großstädten des 19. und 20. Jahrhunderts ab, war die Tabula rasa in der Architektur und in der Stadtplanung vor 1939 vor allem eine rationalistische Idee fix, ein Denkmodell und manchmal auch ein Witz. Le Corbusiers Plan Voisin, der die Totalliquidation der Pariser Innenstadt vorsah, gehört allen drei Kategorien an. An eine Umsetzung dachte im Grunde niemand. Auch die aktualisierte Version dieses Vorschlags, Sie sehen sie hier, war in erster Linie ein Stück visualisierter Polemik. Sie sah erneut die Auslöschung des Pariser Stadtzentrums zwischen Louvre und Marais vor, mit kleinen interessanten Charakterisierungen. Le cœur de Paris aujourd'hui pourri, revu, grâce délicieuse de la zone historique. Der ganze Marais, der Bereich des Marais, grâce délicieuse, ist verwandelt in eine strahlende Stadt. Und rechts eben die Fäulnis par excellence, les quartiers ignobles qu'il faut remplacer, also die Stadt des 19. Jahrhunderts, vor allem auch des 18., des vor 19., statt eigentlich vor Osman, alles verdient es, liquidiert zu werden. Sie sah also erneut die Auslösung des Pariser Stadtzentrums zwischen Louvre und Marais vor, gleichzeitig aber auch die Präparierung des Louvre selbst und einer Auswahl historischer Bauten und Gärten als Erholungslandschaft. Wenn der Architekt 1934 schreibt, Zitat, die Stunde der Generalreform der Städte habe geschlagen und sein Vorschlag repräsentiere das eigentliche Programm der Gegenwart, so fällt es trotz allem schwer, ein dumpfes Gefühl von Entsetzen zu unterdrücken. Wenig später musste man ja nur eine Zeitung aufschlagen, um daran erinnert zu werden, dass die Auflösung der Städte, von der Bruno Taut seinerzeit geschwärmt hatte, inzwischen weiterum im Gang war. Von Bomben blieb das Zentrum von Paris am Ende verschont, nicht aber vom Tourismus. Und ich glaube, es ist doch interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass dieses, das Herz des modernen Paris, wenn man will, der Louvre, ja dann in den 80er Jahren unter Mitterrand tatsächlich in dem Sinn, wie es hier 1934 vorausschauend eigentlich prognostiziert worden ist, erneuert worden ist, indem ja der Louvre, die Cour Carrée und der Vorhof des Louvres, der Haupthof des Louvres selbst inzwischen eine Parklandschaft ist. Ich bin alt genug, um noch zu wissen, dass das früher eigentlich Parkplätze dort sich befanden, wo wir jetzt heute, wenn wir in Paris sind, unter sehr vielen anderen Touristen aus aller Welt herumschweifen. Aber eben, Zerstörung macht auch Spaß. Das Gefühl von Befreiung angesichts von Trümmern, die Erneuerung ankündigen, ist ein uralter Topos. Nero wurde verdächtigt, den Brand der Stadt Rom um des Spektakels willen genossen, ja ihn sogar im Hinblick darauf inszeniert zu haben. Von Julius II., dem Bauherrn des Neubaus von St. Peter, heißt es, er habe sich am Anblick der Bauwerke erfreut, die durch seinen Architekten demoliert werden, also nicht die Bauwerke, die von seinem Architekten gebaut worden sind, sondern die von seinem Architekten demoliert werden. Und wenn Bramante schon zu Lebzeiten Il Ruinante genannt wurde, so geschah es offenbar im Zeichen des Respekts. Insofern muss man im Grunde davon ausgehen, dass der Eifer der Zerstörung von Alt-St. Peter sogar in höherem Maße zu seiner Autorität beigetragen hat als die Originalität des Neubaus selbst. Verglichen mit Paris oder Rom ist Zürich natürlich Provinz. Als Rudolf Steiger mit Freunden 1932 einen Film zum Neubau des Z-Hauses zusammenmontierte, eines Geschäftshauses mit Kino und Wohnungen am Cityrand, Heffelimoser Steiger, 1930 bis 1932, sicher vielen von Ihnen bekannt, schenkte die Crew dem Spektakel der nacheinander einstürzenden Mauern der früheren Bebauung im dortigen Stauffacherquartier und der daraus hervorsteigenden Staubwolken mehr Aufmerksamkeit als der Architektur des fraglichen Projektes selbst. Ich zeige Ihnen ein paar Stills aus diesem Film, den Sie vielleicht kennen und wenn Sie ihn nicht kennen, sogar vermutlich über YouTube abrufen können. Karl Mosers Masterplan
für den Neubau der rechtsufigen Zürcher Altstadt 1933 wurde demgegenüber nie zum Gegenstand eines Films, was natürlich noch eigentlich nachgeholt werden könnte. Doch zeigen einige der Skizzen und Collagen zum Projekt, nicht diese hier jetzt, zeigen einige Skizzen und Collagen zum Projekt nicht zufällig den feldherrlichen Kontrollblick vom Lindenhof auf die imaginierte Stadt, von der Anhöhe über der linksufrigen Stadt, dem Standort des römischen Kastells aus dem 4. Jahrhundert, aus dem Turicum hervorgehen sollte. Für Moser ist die Zertrümmerung praktisch des ganzen Niederdorfs der Preis, der nun einmal für die Realisierung des Neuen zu entrichten ist. Im gleichen Jahr 1933 schlägt Willy Bösiger, der Herausgeber von Le Corbusiers Œuvre Complète, vor, denselben Stadtteil durch eine Schnellstraße in eine obere und eine untere Hälfte zu teilen. Sie sehen dieses Projekt hier. Ein riesiger, in drei gleich lange Teile geknickter Wohnbaustreifen beherrscht die obere Hälfte. Kümmerliche Restbestände der Altstadt bilden den historischen Saum am Rande der Limmat. Bösigers eigenes Haus am Limmatgeh bleibt erhalten. Es wäre in der Fortsetzung des Limmatgehs rechts draußen. Das Haus von Bösiger ist das Café Select, das Ihnen vielleicht bekannt ist. Dasjenige seines Verlegers, ich warne alle Verleger, die hier anwesend sind, dasjenige seines Verlegers ist zum Abbruch freigegeben, denn Hans Giersberger hatte das Pech an der nahen Kirchgasse in unmittelbarer Nähe zum Großmünster, das durch diese Säuberung freigestellt werden sollte, zu wohnen. Aber eben, was hat das alles mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Für die meisten Beobachter sei es eine Überraschung gewesen, in den ersten Jahren des Krieges derart handgreiflich vorgeführt zu bekommen, wie unmittelbar Planung und Zerstörung zusammenhängen, meint Martin Pauli. Obskuren oder vielleicht längst vergessenen Episoden der Geschichte wie Neros Slumsanierung von Roms oder Osmans strategischer Neuplanung von Paris sei wie über Nacht eine hautnahe Aktualität zugewachsen. Tatsächlich überrascht es kaum, dass die Spuren der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg unter Architekten bisweilen Euphorie weckten. Ich wandere in den Ruinen Mailands umher, schreibt der Maler und Schriftsteller Alberto Savinio 1944. Nochmals Zitat: Warum verspüre ich diese Erregung? Ich sollte traurig sein, aber stattdessen sprühe ich vor Freude. Ich müsste Todesgedanken hegen, stattdessen streichen mir Gedanken an das Leben um die Stirn, wie der Hauch des reinsten und strahlendsten Morgens. Warum? Ich spüre, dass aus diesem Tod neues Leben erstehen wird. Ich spüre, dass aus diesen Ruinen eine stärkere, reichere, schönere Stadt erstehen wird. Im Buch ist dann ausführlich oder relativ ausführlich von Rotterdam die Rede, einer Stadt, deren Wiederaufbau, wie man heute bis in die Einzelheiten hinaus weiß, praktisch schon geplant war, bevor sie im Mai 1940 von der Wehrmacht bombardiert wurde. Ich zeige ein Projekt von Rem Koolhaas aus den 80er Jahren, das diese Eisenbahntreppe, die Sie rechts oben im Bild erkennen, zum Gegenstand hat. Rem Koolhaas hat vorgeschlagen, als Teil einer Überbauung diese Treppe in die Vertikale zu kippen, als Monument, als Erinnerungsmonument an den niederländischen Widerstand gegen die Wehrmacht, weil auf dieser Treppe die letzten Widerstandskämpfer nach der bei der Eroberung von Rotterdam gefallen sein sollen. Das Projekt, das nie unter diesem Gesichtspunkt eigentlich beurteilt worden ist, aus dem Jahr 1981/82 sehen Sie hier. Und dass der junge Architekt, Schriftsteller Max Frisch, auf den ich später noch zu sprechen kommen werde, Warschau besuchte, die Stadt war zu diesem Zeitpunkt zu zwei Dritteln zerstört, noch schlimmer zerstört, muss man sagen, als Rotterdam, stand zunächst der Eindruck trostloser Vernichtung im Vordergrund, so Frisch. Doch der Architekt, der auch war, übersah nicht die Chance, die in der Zerstörung liegt. Zitiere: Als Architekten vor die damaligen Trümmerfelder gestellt, frohlockten wir zwar nicht, es war zu viel Tod daran, doch sahen wir in diesen Trümmerfeldern, je gründlicher die Zerstörung war, eine einzigartige Chance für den abendländischen Städtebau,
der nun einmal, und jetzt müsste der letzte Satz auch noch dastehen. Panne in meinen Paparazzen. Wie kann ich diesen Satz von Max Frisch improvisieren? Ich meine, der europäische Städtebau, das ist ja die Behauptung von Max Frisch, und darauf möchte ich gern vielleicht im Verlauf des Abends ganz kurz noch zurückkommen, sei ja im Gegensatz zum amerikanischen Städtebau eben ein historischer, habe es mit historischen Städten zu tun, müsse damit fertig werden. Und ich finde diese Formulierung, dass der Städtebauer mit der Stadt fertig zu werden hat, eine sehr merkwürdige, auffallende, irritierende und vielleicht auch von Max Frisch in allen ihren möglichen Folgerungen nicht ganz überblickte Formulierung. Vielleicht kommen wir später nochmals zurück. Mhm. Ja, vielen Dank, Stani, für diese Lektüre, die, glaube ich, so eines der ganz großen Kernthemen sehr eindrücklich umreißt. Also die Ruinenlandschaft des Zweiten Weltkrieges als Spaß, hast du gesagt, als Erregung oder auch als Chance und natürlich als etwas sehr Schönes. Jakob Tanner, was sagt da der Historiker dazu? Ist das zynisch? Ist das verständlich? Ist das auch in anderen Bereichen nachvollziehbar? Oder sind das im Spezifischen die Architekten? Und wir benutzen hier absichtlich die männliche Form, weil es sich natürlich hauptsächlich um männliche Architekten gehandelt hat. Ja, Stanislaus von Mass hat hier einen Riesenfass aufgemacht. Natürlich kann so etwas ins Zynische kippen. Peter Sloterdijk hat ja sein erstes großes Buch Die Kritik der zynischen Vernunft genannt. Jene, die eigentlich wissen, was alles in den Sachen steckt und deswegen sich schon gar nicht mehr engagieren, weil diese Zerstörung kann ja eben auch Spaß machen, es wird dann wieder so und so gesehen. Ich meine, was wir gehört haben, das sind Variationen zu einem Topos, der gerade in der Wirtschaftsgeschichte sehr bekannt ist, Creative Destruction. Ein Oxymoron, diese schöpferische Zerstörung, das Zusammendenken der polaren Gegensätze in einem. Und das macht immer Schwierigkeiten, wenn man das intellektuell zu leicht nimmt. Eben, dann wird es zynisch, dann wird es uninteressant. Ja, man kann immer auch beides sagen, was soll's. Wenn wir es ernst nehmen, dann gibt es natürlich von heute her mal eine sehr ernsthafte Veranlassung zu sagen, was hier zerstört wird, dieser Schmerz und dieses Leid. Und diese Ruinen, das hat mit Spaß nun rein gar nichts zu tun. Da macht man einen Schritt zurück und sagt, ja, schon jetzt wird der Wiederaufbau von Mariupol geplant. Es sind bereits Oligarchen am Werk, die Gelder mobilisieren für den Wiederaufbau der zerstörten Städte. Mitten in der Zerstörung beginnt das Nachdenken, die Ressourcenmobilisierung für das, was nachher kommt. Also wir haben allen Grund, das so zusammen zu sehen. Und für mich als Historiker, auch als historischer Semantiker, ist ja sehr spannend zu sehen, was Ruine alles heißen kann. Also Ruin zuerst mal, der Ruin, Ruine, Sturz. Da, eventuell ist gar nichts mehr da. Wir haben gleich die Tabula rasa, Mais steht aber noch was. Jetzt Ruinen waren zum Beispiel für Constantin-François Volney in der Aufklärung vor der Französischen Revolution das Symbol der Gleichheit. Ich habe einen Satz von ihm: Ihr Ruinen legt, indem ihr Fürstenstaub und Sklavenstaub vermengt, Zeugnis ab für den heiligen Lehrsatz der Gleichheit. Also in der Ruine sind die Schlösser weg und die Hütten sind auch weg und sie sind vermengt und sie sind gleich. Es ist sehr interessant zu sehen, dass die Nationalhymne der DDR 1949 von Becher getextet und von Eisler vertont, auferstanden aus Ruinen heißt. Also da heißt es, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig, früher hieß es dann noch heilig, Vaterland.
Also da haben sozusagen die Ruinen die Funktion des Generators einer nationalen, neuen nationalen Identität. In der Romantik waren Ruinen irgendwelche Versatzstücke für Erinnerungen an eine großartige Vergangenheit, und sie können aber auch etwas sein, was Menschen stört. Es gibt nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine Kultur der Ruinenverdrängung. Diese Dinge will man nicht mehr sehen. Tabula rasa heißt, alles wird komplett abgeräumt und dann wird alles neu aufgebaut. Jetzt, Stanislaus von Hoss macht ja die Schweiz zum Auslugposten für Probleme des Krieges und der Nachkriegsrekonstruktion. Und dieser Auslugposten, das ist ja so ein starkes Bild. Das hat zum Beispiel Pierre Béguin 1951 im Le Balcon de l'Europe, also dieser Balkon Europas, die Schweiz steht auf dem Balkon Europas. Irgendwie ist sie ja schon in Europa, aber gleichzeitig nicht dabei und kann jetzt eben diesen Caritas-Komplex ausfahren und diese sozusagen bauwirtschaftliche Erste Hilfe leisten und da die Vernetzungsarbeit besonders gut vorantreiben, weil hier ja alles noch steht und es eigentlich dann zu Friedenszeiten abgebrochen und neu umgebaut und organisiert werden müsste. Also historisch ist das äußerst spannend zu sehen, wie Ruinen in jedem einzelnen Land, in jeder Region ganz anders aufgeladen wurden nach diesem Zweiten Weltkrieg. In Berlin hat man diese Kirche stehen lassen, in Dresden hat man das dann unter DDR, Jungfrauenkirche hat man dann trotzdem beseitigt als Ruine. Also es ist eigentlich eine beständige Auseinandersetzung. Und etwas, was ich noch anschließen möchte, ich meine, das Buch ist ja auch gut geschrieben. Es ist ja ein Buch, das ist so durchgearbeitet. Man merkt, da hat einer mit seinem geistigen Probehandeln, das sich ja dann sozusagen einfach materialisiert, nur als Buch, ja, kann man ja noch kaufen, kann man sich ja leisten, hat da sich wirklich viele Überlegungen gemacht. Jetzt ist diese Materialisierung im Buch natürlich in der Architektur was anderes. Da schlägt das geistige Probehandeln ja dann um in Festlegungen, und dann werden enorm viele Ressourcen mobilisiert, und dann kommen nach den Planern die Investoren, und das sind ja dann nicht immer die Planer, sondern das sind die Leute, die eben als zum Beispiel Spekulanten oder als Kapitalisten oder als Unternehmer oder wie auch immer jetzt diese Sachen an die Hand nehmen, und dann beginnt es zu kosten, oder? Also so wir Geisteswissenschaftler, wir können ja geistiges Probehandeln immer in Büchern materialisieren, und das kann man immer noch, man kann ja dann nochmal ein Buch schreiben, ist ja nicht so teuer, während in der Architektur, da werden sozusagen jetzt bis hin zur Figur des Anthropozäns, da werden ja fast geologische Tatbestände geschaffen auf diesem Planeten. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, ja, was passiert? Ist das nur eine regulative Idee wie Plan Voisin von Corbusier? Oder beginnen die das jetzt ernst zu meinen und machen das? Und dann bewegt es eben die Welt und die Gesellschaft, und dann gibt es eine Neugestaltung von ganzen Lebensräumen. Und das finde ich so spannend, dass diese Thematik im ganzen Buch immer wieder auftaucht und sehr beispielhaft auch sprachlich inszeniert wird. Ja, Jakob Dande, Sie haben das jetzt noch mal sehr eindrücklich geschildert, diese unglaubliche Macht, auch die entsteht aus dieser Tabula rasa in ganz unterschiedlichen Konstellationen, auch über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Die Frage an dich, Dieter Geisbühler: Was haben denn da die armen Architekten in der Schweiz ohne Ruinen damals natürlich, was hat das bedeutet? Wie ist man damit umgegangen? Stanislaus von Moos bringt da ja natürlich ein paar sehr eindrückliche Beispiele, was diese ganze Ruinenästhetik für Auswirkungen hatte. Aber mich würde es jetzt mal von dir her auch noch interessieren, sieht man das der Schweizer Architektur und Architekturgeschichte eigentlich an, dass da genau dieser Aufbruch gefehlt hat?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die ich da aufgetischt kriege. Einerseits glaube ich schon, dass, aber es braucht dann eben vielleicht so Bücher wie das jetzt von Stanif Homos, dass es uns auch bewusst wird, oder? Weil eigentlich ist da immer von etwas die Rede, wo der Architekt, da spricht man nicht drüber, auch nicht als Architekt, oder? Wir sind natürlich genau die, die auf das abfahren, weil wir haben ja die Lösungen für die Probleme, die da sind. Also dieses, sagen wir mal, Sendungsbewusstsein, in jedem Moment eigentlich eine Lösung zu finden, zu haben, bereit zu haben, gehört ja auch so ein bisschen zu diesem Architektenberuf. Weißhaarige Männer, oder? Also heute wirklich männliche Form, die würde ich also deutlich auch hier sagen, das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber das ist dann so da, wo irgendeine Geschichte, die natürlich eine unheimliche Dramatik und auch eine Brutalität hat, dann zusammenkommt mit dem, wie sich so ein Architekt eben auch versteht und sieht. Und da kann er dann die Bilder entwickeln, die da draus entstehen. Und ob man das jetzt der Schweizer Architektur ansieht, das ist dann die ganz, ganz große, schwierige Frage, oder die ja auch behandelt wird. Die Frage, kommen dann auch stilistische Fragen über den Brutalismus dazu, die sich da wirklich daraus ergeben. Da muss man aber auch sagen, dass die Architekten ja auch bewusst waren der Geschichte, und die Ruine hat für die Architekten natürlich auch immer, aber gerade so die modernen Architekten, die langsam dann auch John Soane wahrgenommen haben, oder den Engländer, der eben tatsächlich aus der Ruine heraus oder mit der Ruine sein entwerferisches Arbeiten auch geleitet hat oder irgend von dem reflektiert hat, das kannte man natürlich schon auch. Und gerade, glaube ich, die Generation war sich dessen schon bewusst, was da abgegangen ist zwischen Schinkel, Semperson und wie sie alle hießen. Und die sind ja dann eins zu eins an die ETH nach Zürich gekommen und haben dann eigentlich die Generation geprägt, die da von der ETH zur Schule gingen, die da eben das mitgemacht haben und die Schule da mitgekriegt haben. Also insofern glaube ich schon, dass, aber die Dinge sind ziemlich vielschichtig, und dass das andere, was das Buch natürlich preisgibt. Oder? Vielleicht noch mal eine Frage zu dieser ganzen Tabula Rasa-Thematik, die ja einen wichtigen ersten Teil dieses Buches darstellt. Ich habe das auch in den Gesprächen, die wir jetzt vor dieser Runde hier geführt haben, wir waren ja alle extrem auch erstaunt, welche Aktualität natürlich jetzt dieses Nachdenken über die Ruinenlandschaften des Zweiten Weltkrieges für die aktuelle Situation in der Ukraine hat, oder wo man sieht, sind die gleichen Strategien, also natürlich ein bisschen abgewandelt, können wir vielleicht noch drüber sprechen, aber diese Art von Zerbombung der Städte, Terrorisierung der Zivilbevölkerung, es sind eigentlich die gleichen Abläufe, die wir vor uns haben. Und was mich eigentlich noch interessieren würde, jetzt aufgrund des Nachdenkens über diese Parallelen, die wir haben, sind es denn heute, wenn wir über die Situation, die Kriegssituation nachdenken und den Wiederaufbau, werden das auch wieder die Architekten, die Architektinnen sein, die diese Rolle des Nachdenkens über die Zukunft aus diesen Ruinenlandschaften übernehmen werden? Oder sind es dann wirklich andere Berufsgattungen, wenn ich das mal so ein bisschen trivial fragen darf? Fragst du mich? Das Gespräch ist offen. Ich bin hier sicher der natürlich als Historiker gar keine Antwort auf so eine Frage hat. Ich kann aber versuchen, den Gedanken irgendwie rechnen auf einen Vorstellungsbereich, der mir zugänglich ist. Also Stichwort Erste Hilfe. Ich finde, es ist charakteristisch für die Architektur, so wie sie jetzt auch Dieter Geisbühler noch einmal in Erinnerung gerufen hat,
dass sie, und das versuche ich im Buch auch darzustellen, einem Modell von Hilfeleistung eigentlich sich verpflichtet fühlt, das von der Medizin, vom ärztlichen Herabreichen von Hilfeleistung, Lebensrettung ausgeht. Also die ganze Vorstellung von der Stadt als einer Prophylaxe gegen Tuberkulose zum Beispiel, natürlich absolut fundamental für das Selbstverständnis des Siedlungsbaus im 20. Jahrhundert ist, bis in die 30er Jahre hinauf, wo sich dann gezeigt hat, dass die Tuberkulose auch auf chemischem Weg behandelt und kuriert werden kann, was eine größere Erschütterung eigentlich im Selbstbewusstsein der modernen Architektur zur Folge gehabt hat. Aber dieses Modell, dass der Architekt jemand ist, der Leben retten kann, hat sich im Selbstverständnis der klassischen Vorstellung des modernen Architekten irgendwie eingenistet. Und jetzt ist aber das, was wahrscheinlich in Situationen wie der, die jetzt in Ukraine vorliegt, etwas ganz anderes gewünscht ist, als das Herabreichen von Wissen darum, wie die Zukunft aussieht, sondern eben Entwicklungshilfe. Das ist das andere Modell von Hilfeleistung, an das sich ja eben die auch zum Beispiel die Schweizer Entwicklungshilfe in den letzten Jahrzehnten zunehmend eben, von dem her sie sich zunehmend definiert, also helfen, damit die Leute sich selber helfen können oder diese Hilfe, die Selbsthilfe ermöglichen durch Unterstützung verschiedener Art. Das ist ein ganz anderes Modell von Hilfeleistung und das ist ein Modell, das es in der Architektur ja auch gibt. Es gibt seit den 70er, 80er Jahren, vielleicht seit den 60er Jahren an den Schulen, es gibt Paul W. Turner, Self-Help, diese Vorstellung von Advocacy Planning im Städtebau, das sind alles Überlegungen und Strategien, die im Unterricht Städtebautheorie, wir haben Städtebauer hier im Saal, ich möchte nicht das auf diesem Gebiet jetzt dilettieren, aber das ist irgendwie so ein Gedanke, der sehr, sehr wichtig geworden ist, im städtebaulichen Denken in den 70er, 80er Jahren. Und ich glaube, das ist eine Tradition, die aufzugreifen ist und von der man hoffen muss, dass sie aufgegriffen und weiterentwickelt wird, nämlich ein Gedanke der Hilfe als Hilfe zur Selbsthilfe, eher denn als Herabreichen von professionellem Know-how, das dann auch natürlich Hand in Hand mit einer bestimmten Organisation der Finanzierung seitens von Oligarchen oder wem auch immer geht. Ich glaube, das sind, sagen wir mal, Szenarien, von denen man hoffen kann, dass sie sich verwirklichen, im Gegensatz zu den Vorstellungen vom Architekten, der alles schon von vornherein weiß. Und wenn ich eine Frage aufgreifen darf, die vorher, ich glaube, bei dir, Dieter, aufgetreten ist, eben inwiefern sich das Ruinenbewusstsein in der Schweizer Architektur seit 1945 abgezeichnet hat. Ich glaube, die deutlichste Spur davon ist in dem Ärger zu finden, den die Planer, Hans Marti oder Bernoulli oder Meili, die während in den Kriegsjahren hofften, dass die Schweiz jetzt endlich aufgrund der Notsituation den Mut hat, großzügige Planungen umzusetzen. Und dass das dann wirklich nicht möglich war, sich einfach scheiterte an den ökonomischen Bedingungen der Schweiz und den politischen Bedingungen der Schweiz, geht das große Klagelied an. Und ich finde, es sind auch einige der unterhaltenderen Texte im Buch, diese Stellen nach Bernoulli und vor allem Meili, der jetzt plötzlich einfach vor dem Scherbenhaufen eines nicht stattgefundenen Städtebaus der Nachkriegszeit spürt. Und das ist eigentlich die indirekte Auseinandersetzung mit dem Krieg, der sich dem Wehklagen der frustrierten Architekten, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Welt umzukrempeln, so wie sie sich das vorgestellt hätten. Und Corbusiers eigene Arbeit als Architekt, Stichwort Brutalismus, ist zum Teil, wie ich meine, auf ästhetischem, formalem oder künstlerischem Niveau auch eine Auseinandersetzung mit genau dem, nämlich eben die Modernität der Zwischenkriegszeit ist gescheitert und rettet sich jetzt in umgekehrter Form, eigentlich in einer Formensprache, die
die eigentlich sehr weit entfernt ist von dem Optimismus, der charakteristisch war für die klassische Moderne der Zwischenkriegszeit. Ja, also für mich zeigt das Buch ja auch, dass die Architekten irgendwann realisieren mussten, dass sie in einem Machtfeld operieren, wo auch ganz andere Akteure da sind, die zum Teil sehr viel mehr Gestaltungspotenzial in die Waagschale werfen können und die dann das Rennen machen. Also es ist auch die Geschichte einer Frustration eines Berufsstandes, der sich ja politisch sehr unterschiedlich verortet. Also wir haben wie Schmidt, Leute, die sind eher kommunistisch orientiert, so im Sinne einer kollektiven Lebensgestaltung, Bedürfnisse einfacher Leute. Wir haben aber auch Konservative, die sich vor politischer Revolution enorm fürchten. Da machst du zwei starke Bilder im Buch, die Arche und die Architektur. Die Arche ist sozusagen das Zurechtkommen mit der Katastrophe. Wenn sie dann da ist, baut man eine Arche. Die ist dann sehr lang und rettet alles. Die Architektur ist das Zuvorkommen der Katastrophe. Ist eigentlich eine permanente Veranstaltung, zu verhindern, dass die Gesellschaft irgendwie zusammenbricht, dass radikale Kräfte überhand nehmen. Es ist also eine permanente Moderation der gesellschaftlichen Interaktion. Und da ist ja die Schweiz gerade ein spannendes Beispiel mit ihrer Durchschnittsarchitektur. Da wird immer wieder der Begriff der grauen Architektur gebraucht. Das ist sozusagen Neues. Das ist einfach unterschiedsloses Bauen ohne markante Differenzen, so nach Bateson. Der Unterschied ist eine Differenz, die eine Differenz macht. Also man hat zwar Differenz, aber jede Differenz ist wieder egal. Und dann hat man eigentlich graues Bauen, also das Denken der Architektur wird grau und die Moderne in der Schweiz wird Mittelmaß. Und dann haben wir Armin Meili, der dann eben zum schweizerischen Architekten wird, der ringt mit diesem Problem und das immer wieder auf eine wirklich spannende Weise, positiv gesagt, zum Ausdruck bringt. Und wir haben Siegfried Gideon, der eigentlich die Moderne vertritt und Frisch, der irgendwie als Architekt abreist und als amerikanischer Moderner zurückkehrt und sich dann verabschiedet aus der Architektur und sich der Literatur hinwendet, weil er merkt, in der Schweiz kann man eigentlich gar keine Architektur machen. Also es ist eigentlich eine Art auch Kapitulation vor diesem Machtfeld, worin Architekten sich behaupten müssen und worin sie eigentlich in der Schweiz auch immer lernen mussten, dass es da noch andere Mächte gibt. Also ein bisschen zurück noch auf diese Frage, wo wir da heute stehen mit der Aktualität. Oder die erste Rezension habe ich geschrieben, bevor der Krieg in der Ukraine losgegangen ist. Und ich habe von der Krise gesprochen, von heute, oder? Und ich behaupte mal, wir sind jetzt genau damit erwischt worden. Ich weiß nicht, ob die Architekten eine Antwort finden auf den Ukraine-Krieg. Weil eigentlich waren wir gerade damit beschäftigt, die andere Krise mal endlich zu erkennen. Und nämlich, ich spreche von der Klimakrise, oder wir waren endlich auf dem Weg dazu, dass wir die langsam, vielleicht einige die Architekten schon etwas früher zur Kenntnis genommen, aber langsam auch am Publikum dartun konnten und dann passiert diese Ukraine. Das ist wirklich, es ist für die Architekten ein bisschen viel jetzt gerade, glaube ich, weil die Umstellung jetzt wieder auf den Topos zurück, den der Zweite Weltkrieg hatte, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da so schnell sind im Kopf. Weil das Buch zeigt auch eines, oder? Unsere Köpfe, ich habe das Gefühl, das ist so ein Roman über das kollektive Memory der Architekten, oder? Also da kommen sie alle zusammen, oder? Und es zeigt sich, wie kompliziert und wie komplex das alles ist. Und das ist das unheimlich Spannende an dem Buch für mich, da drin zu lesen. Die Dinge sind nicht so eindeutig, wie wir sie auch in der Schule, in der Lehre halt immer auch aufgetischt gekriegt haben. Vielleicht wir, meine Generation, noch etwas mehr, ne? Als danach. Oder? Also meine Generation, habe es mir dann auch überlegt und habe es dann gemerkt, ich bin zwischen Stiller und Homo Faber geboren. Oder? Fand ich auch noch spannend. Vielleicht noch, ja, Entschuldigung. Wenn ich das noch zwischenschieben darf, dass
der Krieg im Buch auch als ein Extremfall der Prekarität beschrieben wird. Sozusagen im Krieg wird es möglich, die elementaren Formen wieder neu zu denken. Also das Bausatzsystem, die Standardisierung, sozusagen diese organizistischen Metaphern, dass eigentlich es biologische Systeme sind, aus denen Standardisierungsmodelle abgeleitet werden können, wie Alvar Aalto das eben sah. Und da haben wir jetzt die Baracke, oder, die dann ins Spiel kommt. Es geht ja im Krieg als einer extremen Gefährdung von Menschen und einer enormen Zerstörung auch mal, also das ist dann das Zwei-Phasen-Modell, was da immer diskutiert wird, darum in einer ersten Phase überhaupt etwas über den Kopf bereitzustellen. Das Gabanon oder irgendwie die Urhütte. Ganz einfache Modelle, wie kann man wieder eine Behausung zur Verfügung stellen, dass Menschen überhaupt weiterleben können. Und dann muss das aber übergehen in irgendwie eine Zukunftsgestaltung einer Gesellschaft. Und was wir eben heute haben, das ist diese verrückte Situation, dass die Vorstellung, wie ein Krieg zu Ende gehen kann, im Zweiten Weltkrieg, wo es wirklich mal zu Ende ist. Die Wehrmacht hat total kapituliert. Es ist gelungen, den Alliierten alle Sprengmanöver, alle diplomatischen Sprengmanöver sozusagen denen zu widerstehen und Deutschland in die absolute Kapitulation zu zwingen. Und da konnte man dann neu beginnen mit einer Weltatommacht, der stärksten Atommacht auf der Welt, kann ein Krieg nicht mehr so zu Ende gehen. Der wird nicht so zu Ende gehen, dass Russland dann einfach nicht mehr da ist und jetzt kann man, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, einfach wieder mal was Sinnvolles machen. Sondern es wird einen sehr prekären, auch sicherheitspolitisch prekären Zustand geben. Und die Frage ist eben, ob in einem solchen Zustand es überhaupt möglich sein wird, all das, was das Buch sehr gut beschreibt, zum Beispiel diese Case-Study-Houses, diese Experimental-Houses, diese neuen Ideen, wie man jetzt die Zukunft besser oder anders oder sinnvoller oder vernünftiger oder wie auch immer rationaler gestalten könnte, dass hier eigentlich das Damoklesschwert eines möglicherweise dann weitergeführten Krieges immer drüber schweben wird. Also ich finde, wir haben heute massiv erschwerte Bedingungen, uns vorzustellen, der Krieg ist einfach jetzt zu Ende und jetzt können wir den Wiederaufbau beginnen. Aber was sehr ähnlich und verblüffend analog ist, während die Zerstörungen laufen, beginnen eigentlich die Investoren und die Fundraiser und die Wiederaufbaufonds die Gelder bereits zu mobilisieren. Und ich war zum Beispiel absolut frappiert, dass der IMF, der Internationale Währungsfonds, ein Kreditpaket für die Rekonstruktion der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Und der Chef sagte, wir haben das einstimmig beschlossen. Der Interviewer, ja was, einstimmig, also Russland ist doch dabei. Ja, die haben auch dafür gestimmt. Da laufen irgendwie ganz merkwürdige Sachen ab, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Ja, ich glaube, das ist ja eine ganz andere Situation als das, was du in deinem Buch schilderst, Stanje, und was Sie auch gesagt haben, Herr Tanner, dass eigentlich, dass es diese Stunde Null mit der Tabula Rasa in dem Sinn auch gegeben hat und dass es darauf verschiedene Möglichkeiten der Architekten gegeben hat, wie sie darauf reagiert haben. Was ich auch sehr interessant fand jetzt im Buch, das war die Art, wie du beschrieben hast, wie ein Architekt wie Le Corbusier auf diese Situation nach dem Krieg reagiert hat, indem er eigentlich begonnen hat, Ruinen zu bauen. Das war für mich eine sehr interessante Passage, die du da über Ronchamp geschrieben hast. War das, also gibt es da ähnliche Beispiele auch in der Schweiz, oder würdest du sagen, das brauchte dann auch ein, wirklich diese Nähe eigentlich zu dieser, zu diesem Krieg im Land, in einem Land wie Frankreich, um diese Art von neuen ästhetischen Ausdrucksformen zu schaffen? Ja, also ich versuche ein bisschen in diese Richtung zu argumentieren im Buch. Und die Voraussetzung
für diesen Versuch ist die Überlegung, dass man im Fall von Corbusier mit jemandem zu tun hat, der eben auf der einen Seite als Urbanist, als Verkünder großer Wahrheiten auftritt und eine politische Rolle spielen will, als irgendwie großer Lenker der Geschicke im Bereich der Planung und des Wiederaufbaus überhaupt. Und dann als Architekt mit Arbeiten und Funktionen und Aufgaben und Situationen konfrontiert ist, die ganz andere Dimensionen seines Wissens oder Könnens irgendwie erfordern oder stimulieren, und er dann in seiner Architektur zu Lösungen und Formulierungen kommt, die eigentlich denjenigen, der als Urbanist wünschen müsste, widersprechen. Und das ist übrigens etwas, was man in der ganzen Karriere, darum ist er so interessant, finde ich, weil er auf der einen Seite auf einer Ebene so feldherrenartig argumentiert und auf der anderen eben als Künstler reflektiert und zum Teil ganz andere Sachen, eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Stadt. Ich meine, das ist schon bereits bei den Villen der 20er Jahre der Fall, dass er eigentlich, während er die Ausradierung als Spiel oder als Spaß oder als Gedankenexperiment, die Ausradierung von Paris vorexerziert, eine Villa baut für einen Freund und Förderer und Kunstsammler, eben La Roche, die eigentlich eine Inszenierung der Erfahrung der Promenade durch eine Kleinstadt, mittelalterliche Kleinstadt, muss man vielleicht sogar sagen, in der Sprache der modernen Architektur ist. Das heißt eigentlich eine Thematik, die dem Programm, das wir von ihm erwarten würden, eigentlich vollkommen widerspricht. Und darin liegt die Komplexität, vermutlich eben Architektur, Städtebau, bei den interessanten Figuren. Und jetzt, was den Brutalismus anbelangt, ist es natürlich schon interessant, dass er ja in der Schweiz mit Erscheinungen wie Walter Förderer und auch Ernst Giesel und anderen in den 60er, 70er, noch 80er Jahren ein großes Echo ausgelöst hat, wobei ich nicht selber nicht so recht weiß, ob diese, das kommt einem ja, wenn man, ich bin unlängst wieder mal in die Würzenbachkirche gegangen von Förderer, das kommt einem ja fast ein bisschen, ist auch, und das, der Krieg hatte schon angefangen, ich muss gestehen, ich konnte nicht hingehen, ohne die Bilder auch mit zu reflektieren, die man jetzt jeden Abend am Fernsehen sieht, und ich fand es extrem unangenehm. Ich empfand es beinahe als eine Art Ruinenromantik, die mir zu diesem Zeitpunkt, vor allem dann in den Schnappschüssen, die ich davon machte auf meinem Handy, wirklich als Kitsch erschienen, was aber auch wieder so einfach nicht ist, wie ich es eben erlebt hatte. Aber das so etwas wie eine Spätwirkung, ich meine, das sind ja alles Bauten, die zu einem Zeitpunkt entstanden sind, wo unglaubliche Summen in den Zivilschutz investiert worden sind in der Schweiz. Ich habe immer den Verdacht, dass der Schweizer Brutalismus etwas mit dem Umstand zu tun hat, dass Beton und Sichtbeton plötzlich sehr billig geworden ist als Baumaterial und eine unglaubliche, und auf der anderen Seite eine unglaubliche Energie an Skulptur, skultureller oder skulpturorientierter Selbstdarstellung seitens der Architekten stimuliert hat. Aber ich kann diesen Mechanismus nicht auflösen, aber es gibt eine intrigierende Korrelation zwischen dem Zivilschutz, der Zivilschutzfrenesie der 70er und der 70er Jahre und auch ihre Fortsetzung auch in den 80er Jahren gefunden hat, und dem Brutalismus in der Schweizer Architektur. Da ist vielleicht weniger der Zweite Weltkrieg als eben der Zivilschutz als Problem ein Faktor gewesen. Vielleicht gäbe es aber schon noch eine andere Beziehung zum Zweiten Weltkrieg. Es sind ja dann auch alles Höhlen, oder, die gebaut wurden. Ja. Oder? Und da war dann 1941 das Redwier der 40er. Oder? 40. Also ja, 40er. Ja, ja. Ja, eben, also, danke, 40, deswegen der 40er. Deswegen 40. Also ich meine ja nur, die waren ja, also, oder ich erinnere meinen Vater, Jahrgang 1924, oder, er hat dann die Rekrutenschule gemacht und die waren natürlich alle in diesen Löchern drin, dann irgendwann mal, oder? Und
ja auch die Herren Architekten waren viele ganz sicher damit verbunden. Also diese Welt, über die spricht ja, spricht man ja auch nicht, oder wenig. Ja, ich meine, also Roth schreibt ja seinem Freund, das ist seinem Freund Albert Frey, der in Kalifornien lebte damals, mit dem er übrigens zusammen bei Corbusier gearbeitet hat, ich arbeite gerade an Bunkern, ich darf dir aber nicht sagen, worum es sich handelt und wo ich arbeite, das ist alles geheim. Ja gut, wahrscheinlich war es Bremgarten oder so, ja, so etwas, aber eben, das ist komisch, dass darüber tatsächlich, dass du hast diesen Ruinenexorzismus erwähnt, das als Phänomen. Darüber hat eigentlich keiner von diesen Leuten, außer Max Frisch am ehesten noch, natürlich, er hat einen staatlichen Auftrag für die Blätter aus dem Brotsack, ich meine, da musste er musste schreiben über seine Erlebnisse im Krieg, aber sonst hat das eigentlich keiner getan. Man muss wirklich in den Korrespondenzen nachgrübeln, um zu finden, zu Aussagen zu finden zu den Erfahrungen jener Jahre. Ja, also es gibt mit diesem Redui natürlich eine Makroökonomie der Ressourcen. Das Redui wurde eigentlich bezogen zu einem Zeitpunkt, wo man 2/3 der mobilisierten Soldaten nach Hause schickte, damit eben auch die Exportindustrie wieder läuft. Durch diese Lieferungen konnte man überhaupt erst die Mittel beschaffen, die ja zu einem großen Teil durch Importe aus dem Ausland, nicht zuletzt aus Deutschland, kamen, um das Redui zu bauen, das dann ungefähr fertig wurde, als der Krieg zu Ende war. Also gerade Mitholz, dieser Film, zeigt, da hat man eine riesen Kaverne gemacht. Sie war gerade bei Kriegsbeginn fertig, als alle Munition zurückkam. Und dann hat man sie da eingelagert zusammen mit dem Sprengstoff, sodass dann 1947 diese Katastrophe passierte, worauf man dann einen großen Teil der Munition, das sind Zehntausende von Tonnen versenkt in Schweizer Seen, auch für Waldstätter See. Aber jetzt noch dieser Hang zur Vertikale, zum Underground, dieser Brutalismus eigentlich unter dem Boden. Frisch hat ja, das zitierst du, gesagt, eigentlich ist in der Schweiz alles Kindergarten, außer bei Staumauern. Auch bei den Staumauern, da hat man wirklich so ziemlich tollkühne Projekte verwirklicht. Mein Mattmark, auch mit der Katastrophe von Mattmark, das sind so nationale Marker der Bauwirtschaft. Das war weltweit, war das bewegend, was da an Ressourcen in Bewegung gesetzt wurde und was für Werke da gemacht wurde. Vom Redui her kann man sagen, ein Teil waren dann auch weiche Bunker, zwar ziemlich viel mehr, als man sich zu Kriegszeiten hätte je vorstellen können. Also Unternehmen haben auch betrogen, weil das Militär hat das nicht kontrolliert. Als man dann mal Probefeuer machte, brachen die Bunker gleich ein. Es gab Riesenskandale deswegen. Ich meine, da müsste man noch mal eine etwas neue Geschichte drüber schreiben. Ich möchte aber noch festhalten, dass ich habe so eine Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert geschrieben. Und das war ein europäisches Projekt mit etwa 15 Büchern zu verschiedenen Ländern. Und wir haben in einem Kolloquium zusammen so die Kapitelstruktur erarbeitet, damit nicht idiosynkratische Nationalgeschichten entstehen, sondern dass das eine Vergleichsebene, dass man eine Vergleichsebene reinziehen kann. Und da war so die Idee, alle schreiben einen Querschnitt 1945. Da habe ich gesagt, für die Schweiz funktioniert das überhaupt nicht. Ich schreibe einen Querschnitt 1940. Und das Kapitel ist eben 1940. Und von daher hat mich natürlich das Buch von Stanley von Moos sehr bestärkt in dieser Annahme. Und ich habe enorm bedauert, dass ich es vor dem Schreiben, also vor jetzt schon 7 Jahren, nicht schon habe lesen können, weil einem da nochmal bestimmte Augen klar aufgehen. 1:0 für mich. Dein Buch war für mich natürlich dann eine sehr, sehr wichtige Anregung und Quelle. Also habe ich ja mal Glück gehabt, was das Jahr 1940 anbetrifft. Jetzt machen wir noch einen großen Sprung aus den Höhlen und den Bunkern zu den Hochhäusern. Stanislaus von Moos liest noch einmal einen Text aus seinem Buch zu Max Frisch. Also, nur keine Angst, ich hatte etwas
einen kleinen Nachtrag vorgesehen zu dem bereits Gezeigten. Ich wollte eigentlich illustrieren, und das wäre eigentlich schon das Thema eines anderen Buches, das dann vielleicht jemand anders schreiben wird, das übrigens zum Teil auch bereits geschrieben ist, über Urban Renewal in den Vereinigten Staaten, wo nämlich interessanterweise eben die Zerstörung und der Wiederaufbau, wie ihn Le Corbusier 1925 für Paris eigentlich als Brettspiel gewissermaßen imaginiert hat, auch tatsächlich realisiert worden ist, während des Krieges sind einzelne Quartiere von New York, also quasi im Sinne, ohne Zutun irgendeines sogenannten modernen europäischen Architekten, im Sinne eben gewisser Maximen eben des rationalistischen Städtebaus der 20er Jahre realisiert worden. Und ich wollte das, ich lasse das jetzt einfach als Hinweis, auch im Hinblick auf die Erfahrung, die Max Frisch als Amerika-Reisender natürlich mitbekommen hat und als Hintergrund für sein eigenes Wollen als Architekt. Also, Max Frischs Entscheidung, den Architektenberuf aufzugeben, scheint während des von der Rockefeller Foundation ermöglichten USA- und Mexiko-Aufenthalts von 1951-52 gereift zu sein. Stiller, der Roman, von dem Frisch 1952 die ersten 200 Seiten aus Amerika mitbrachte, war das unmittelbarste Resultat seines dortigen Aufenthalts. Das Buch erschien 1954. Vereinfacht resümiert handelt es sich um den fiktiven Lebensbericht eines Bildhauers, der einmal zurück in Europa nicht mehr im Gefängnis seiner früheren Identität gefesselt bleiben will, den Namen White adoptiert und als Folge davon nach der Heimkehr in die Schweiz tatsächlich im Gefängnis landet. Dass der Plot nicht ganz aus der Luft gegriffen war, beweist der Umstand, dass Frisch damals auch seine reale Person einer analogen Neubestimmung unterzog oder doch seine Identität als Schweizer Architekt in einem Wort geschrieben, wie das natürlich im Zeichen der geistigen Landesverteidigung, aber auch auf Seiten der Moderne, ich denke an Alfred Roth, der auch gerne von Schweizer Architekten in einem Wort gesprochen hat. Ausgezogen als Baumeister in der Tradition der Landesausstellung 1939 mit dem Freibad Letzigraben, durch und durch dem Erfolgsmodell eines aufgeklärten helvetischen Regionalismus verpflichtet, das Freibad Letzigraben sehen Sie hier rechts, war Frisch 1902 und links natürlich unser Luzerner Hans Erni, eine der schönen Darstellungen der Landi von 1939, war Frisch 1952 aus Amerika zurückgekehrt als einer, der den Anschluss an den internationalen Stil einer großstädtisch gläsern und stählern gestimmten Moderne gefunden hat. Die Erzeugnisse der gemäßigten Moderne in der Schweiz und vor allem auch seine eigenen, Bild rechts, bereiten ihm nunmehr nichts als Überdruss. Ein fataler Hang zum Niedlichen, zum Nippzeughaften trete darin zutage, kurz eine Neigung, so zu tun, als möchte die ganze Schweiz ein Kindergarten sein, außer wenn sie Staumauern baut, was ist bereits evoziert worden. Und dann der Satz, der uns zum Thema des Kapitels zurückführt, aus dem ich hier zitiere, das Kapitel hat die Überschrift Slabs. Warum kann das Zürcher Weitspital nicht etwa eine Scheibe sein? Das Zürcher Weitspital, das sehen Sie hier, im Begriff einer eben schweizerisch abgemilderten, abgetönten Architektur, wie sie unter der Ägide des Stadtbaumeisters Steiner in Zürich in den 40er und 50er Jahren, frühen 50er Jahren im Vordergrund stand. Frischs Vorschlag für den Neubau des Physikgebäudes der Universität Zürich 1953 lieferte dieser rhetorischen Frage, also der Frage, warum kann das Zürcher Waldspital nicht auch eine Scheibe sein, lieferte dieser rhetorischen Frage das Bild nach. Das ist der Entwurf von Max Frisch für das Physikgebäude der Universität Zürich, steht an dem Standort, an dem sich heute der tatsächlich realisierte Bau natürlich befindet, der aus diesem Wettbewerb hervorgegangen ist, an dem sich heute nicht mehr die Physik, sondern das deutsche Seminar
befindet. Anvisiert war, wie Sie sehen, ein städtebaulicher Quantensprung. Der Bau sollte der Zürcher Stadtkrone, bestehend aus Universität, Polytechnikum und ETH Fernheizzentrale, nicht bloß einen weiteren Zacken hinzufügen, sondern schon durch seine Größe und Prägnanz deren Führung übernehmen. Das ist eine der Zeichnungen, die der Lehrer von Max Frisch, Otto Rudolf Salvisberg, von der Zürcher Stadtkrone gemacht hat. Links das Fernheizwerk von Salvisberg selber, in der Mitte die ETH Zürich, rechts die Universität mit dem Turm und rechts außen jetzt von uns, von Grafikern unseres Buches, ergänzt eben das Projekt von Max Frisch, also als vierter Punkt in dieser Stadtkrone über dem alten Zürich. Klar, dass die Jury das nicht gutierte. Und nun kann man den Fall natürlich als eine verpasste Sternstunde der Schweizer Nachkriegsmoderne in Erinnerung rufen oder als bloßes Kuriosum zur Seite legen. Im Szenario meines Buchs interessiert das Projekt als eine Art Testfall für ein architektonisches Rollenverständnis, das, wenn nicht alles täuscht, dem zwei Jahre später erschienenen berühmten Traktat Achtung, die Schweiz den Stempel aufdrücken wird. Zwei Worte zur Vorgeschichte. Das UN-Sekretariat war im Rohbau fertiggestellt, jedoch noch nicht ganz bezugsfertig gewesen, als Frisch 1951 in den USA eintraf. Sie sehen hier zwei Aufnahmen, die Alfred Roth, also ein etwas älterer Kollege von Max Frisch, gemacht hat. Links, wo die Baustelle noch zu sehen ist, rechts nach der Fertigstellung des Baus, wahrscheinlich 1953. Die Baustelle gehörte ohne Zweifel zu den nachhaltigen Eindrücken seines ersten New Yorker Aufenthalts und alles das gilt erst recht auch für das Lever House an der Park Avenue, das für alle Architekten, die damals nach New York kamen, quasi Leitstern einer Erneuerung zu sein schien, den man sich eben auch für Europa wünschte. Die Spannkraft von Gordon Bunshafts Entwurf für das Lever House ging zwar durch die Übertragung in eine deutlich gedrungenere Form verloren, doch gewann die Bauform durch die spektakuläre landschaftliche Situation auf der Bergschulter über der Zürcher Altstadt das Pathos einer Demonstration. Sie haben das Bild ja gesehen. Dass dieser Effekt auch durchaus gewollt war, lassen auch spätere, scheinbar beiläufig angestellte Überlegungen in Frischs Berliner Journal durchblicken. Und diese machen im Übrigen auch klar, dass der Architekt seinen Kummer über die schnöde Schubladisierung seines Projektes auch in späteren Jahren nie ganz verwunden hatte. Zum Zeitpunkt des Physikturmwettbewerbs waren Wirtschaft und Industrie in Westeuropa gerade im Begriff, den Slab als Instrument der Corporate Identity zu entdecken, so etwa im Fall des allerdings etwas später erst fertig gewordenen Europa Centers in Berlin, das eine Zeit lang den Nimbus eines europäischen Rockefeller Centers besaß. Sie sehen es hier als Baustelle. Doch wie steht es um die Angemessenheit dieser so offensichtlich von Finanz, Wirtschaft und Verwaltung favorisierten Bauform für eine der Humanitas verpflichtete Institution, nämlich die Universität? Frisch hat sich gehütet, das semantische Vakuum seiner Zürcher Scheibe mit Theorie zu belasten, doch wirft das Projekt zumindest ein Licht auf den Riss, der sich, wenn der Eindruck nicht täuscht, gerade geöffnet hat zwischen der Persona des Schriftstellers und jener des Architekten. Für den Schriftsteller Frisch gilt die Verpflichtung, in jeder Situation von Neuem das hier zu sehen und das dort zu wissen, immer beides zusammen, wie er 1985 schrieb. Sprichwörtlich dafür sind seine Stücke aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, Biedermann und die Brandstifter, als der Krieg zu Ende war, die chinesische Mauer. Einige davon sind ja zum Beispiel von der Zürcher Zeitung nach Noten verrissen worden, weil man Frisch verdächtigt hat, eben nicht deutlich genug die Russen zu verurteilen, sondern auch in der russischen Präsenz in Deutschland einen historischen Sinn
zu erkennen. Das sind ja unglaubliche Hetzkampagnen, an denen er auch dann jahrzehntelang hat schlucken müssen, sind damals über die Presse abgewickelt worden. Der Architekt Frisch hingegen, im Gegensatz zum Schriftsteller, der die Position in einem, aus einer Überschau gewissermaßen zu verstehen versucht, der Architekt Frisch hingegen steht demgegenüber unter dem Imperativ der Unzweideutigkeit. Architektur hat, im Gegensatz zum Theater, angesichts der Auseinandersetzung zweier Welten nicht ein Spiegelbild der Realität zu geben, sondern Lösungen für die von der Geschichte gestellten Aufgaben bereitzustellen. Diese schienen in den Augen Frischs klar definiert, zumal in Anbetracht der Trümmer des Zweiten Weltkrieges. Die Leitkultur für das Bauen ist die Naturwissenschaft. Und das ist ja das, was natürlich bei der Aufgabenstellung Physikturm eine Überlegung ist, die ja auf der Hand liegt. Sollte dies um 1953-54 in etwa Frischs Überzeugung gewesen sein, so wäre der Physikturm zumindest ein diesbezügliches Indiz. Die Revision wird dann ein paar Jahre später folgen, nicht mehr als Architektur, sondern im Format des Romans als Homo Faber, den ja Dieter Geisbühler bereits erwähnt hat und der ja die Umkehr eigentlich des Schriftstellers, was diesen Technikoptimismus anbelangt, den er als Architekt noch praktiziert, darstellt. Danke. Wir kommen eigentlich bereits in die Schlussrunde und da möchte ich euch allen nochmal die Frage stellen, also wenn wir jetzt diesen Text gehört haben über Max Frisch, dann muss man ja eigentlich zum Schluss kommen, die Vorstellung, dass man jetzt aus dem Geist der Technik diese neue Architektur in großen Projekten realisieren konnte, dass es möglich ist, die großen städtebaulichen Experimente zu machen, wie das geplant war mit Achtung die Schweiz, mit dieser Musterstadt, die geplant war, dass das eigentlich alles gescheitert ist, dass natürlich in der Schweiz nichts wie die großen Projekte in Frankreich beispielsweise möglich war, gebaut zu werden, dass das eigentlich die These, kann Architektur Gesellschaft bauen, in der Schweiz total gescheitert ist. Da müsste ich jetzt gerade ein bisschen doch Einspruch erheben, denn in der Schweiz ist einfach mit beträchtlicher Verspätung sind ja riesige Projekte realisiert worden. Ich meine, es gibt ja Le Lignon in Genf ist in den letzten Jahren saniert worden. In diesem Zusammenhang ist auch dokumentiert worden, dass ganze Arbeitsgruppen aus der Sowjetunion nach Genf gekommen sind, um zu studieren, was hier in einem auch für europäische Zusammenhänge gewaltigen Maßstab realisiert worden ist. Und es gibt andere Orte, Schwammendingen gehört auch dazu, wo zu einem Zeitpunkt, wo das nicht mehr so sensationell war wie 1952, als die erste Unité d'Habitation von Le Corbusier in Marseille gebaut worden war, sehr viel größere Projekte noch realisiert worden sind. Also ich meine schon, dass es zu einfach wäre zu meinen, dass diese Utopien, diese technikorientierten Utopien sich in der Schweiz als nicht realisierbar erweisen haben. Das, glaube ich, kann man zeigen, dass dem nicht so ist. Es sind sehr, sehr große Planungen, aber nicht mit dem Pathos eben der neuen Stadt und eines Ersatzes für die Landesausstellung, diese heilige Institution, die da einfach in einem Abstand von 25 Jahren immer abgespielt werden muss. Das war ja der Auftritt von Achtung die Schweiz. Es sollte anstelle einer Landesausstellung eine neue Stadt gebaut werden. Das war natürlich nicht möglich, aber die neue Stadt ist meines Erachtens an verschiedenen Orten tatsächlich gebaut worden und zwar sogar in formal architektonischer Hinsicht durchaus im Sinne der Vorstellungen, die damals entwickelt worden sind. Ich weiß aber nicht, wie du das beurteilen würdest, Jakob. Na, ich würde auch sagen, es ist vieles durchaus gelungen. Man könnte jetzt die Hintergrundfolie Corbusier nochmal aufspannen.
Da haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert. Ich meine, aus meiner Sicht hat er sich sehr stark angebiedert an das Vichy-Regime. 18 Monate war er da, gleich gegenüber dem Ministerium, und hat irgendwie gescharrt und gescharrt und gescharrt, aber die haben sich einfach nicht interessiert für ihn. Also da hat die Architektur ein Problem. Wenn er schreibt, dédié à l'autorité, und die Autorité, es ist ihm egal, wer das ist, dann funktioniert das heute weniger denn je. Und da kann man jetzt sagen, okay, die Schweiz hat in dieser Beziehung durchaus was zu bieten. So Grassroots, all die Widerstände, man muss halt Projekte solide aufziehen, man muss sozusagen die Stakeholder einbeziehen, all das, oder? Und am Schluss gelingt dann aber vielleicht eben doch was. Und was gelingt, ist wahrscheinlich interessanter als dieses von oben herabklotzen, was natürlich auch Architekturgeschichte geprägt und gemacht hat, aber von den heutigen Kriterien her, wo diese Machtvergessenheit auch im Handel, im Wirtschaftstreiben, es geht mit allen, ist doch gleich mit wem, Hauptsache es sind dir, es funktioniert nicht mehr. Und das ist auch ein öffentlicher Meinungsumschwung in eine Richtung, wo ich finde, da hat die Schweiz vielleicht dann am Schluss doch wieder etwas zu bieten. Jetzt das politische Problem besteht darin, dass ja diese biologischen Metaphern nicht nur dazu verwendet wurden, um den Architekten als Arzt darzustellen, sondern auch, um die Architekten von ihrer Verantwortung zu entlasten. Also man sagt dann, habe ich mir da notiert, diesen schönen Satz, dass die Mechanik des urbanen Wandels entspricht ungefähr der geologischen Veränderung in der Natur. Von André Corbeau so eine retrospektive Erklärung, wie das läuft. Also man hat einen sehr opaken Zusammenhang von Akteuren, durchschaut das nicht und geologisiert das dann. Ich meine, das ist interessant in Bezug auf das Anthropozän, weil Crutzen und diese Leute, die diesen Begriff geprägt haben, genau das zeigen wollen, dass der Mensch zum anthropogenen geologischen Faktor geworden ist. Und dass, wenn irgendwann jemand die Erde untersuchen wird, er merken wird, irgendwann hat dieser Homo sapiens seine Erdoberfläche so umgewandelt, dass das sozusagen geologisch sich eingeschrieben hat. Das ist jetzt auch für die Geschichte hochinteressant. In Zürich ist der Lehrstuhl meines Kollegen ist jetzt neu besetzt worden mit der Denomination zur Geschichte des Anthropozäns. Und da ist jetzt Debjani Patakaria, neue Lehrstuhlinhaberin, und die macht jetzt, die untersucht das jetzt. Bezogen auf die Nachkriegszeit ist es natürlich auch eine billige Metapher, wenn man einfach sagt, ja, das ist zwar ein Naturgeschehen, oder? Letztlich können wir das nicht durchschauen. Das würde heißen, dass Architekten kritisiert werden können in der Nachkriegszeit, dass sie vielleicht zu wenig politisch gedacht haben, dass sie zu wenig analysiert haben, was sind die ökonomischen Kräfte, was ist überhaupt die Ökonomie des Bauens und wie können wir mit diesen ökonomischen Kräften irgendwie was Sinnvolles gestalten, wo dann unsere Aspirationen eben auch drin sind, dass wir nicht sozusagen diese Frischkonversion machen müssen. Eigentlich die klugen Leute, die guten Ideen haben, die schreiben dann Literatur. Und die bleiben, die kriegen es nicht so ganz auf die Reihe, jetzt mal bös gesagt. Im Endeffekt sind da aber gerade demokratiepolitisch interessante Sachen zu finden, die da kann man jetzt der Schweiz was abgewinnen. Ja. Das führt mich jetzt zur Schlussfrage an dich, Dieter. Lernt man genau das hier an der Hochschule in Luzern? Natürlich lernt man das an der Hochschule. Man braucht dann einfach noch ein paar Jahre nachher, um das alles zu begreifen, aber das ist eine andere Geschichte. Also nur noch um Corbeau, also bei dem ich ja ein bisschen unterrichtet habe und dabei war, und die Vielschichtigkeit, oder eben nicht nur auf irgendwas Geologische loszugehen, sondern dem das Palimpsest gegenüberzustellen, einfach nur vor dem Hintergrund, um diese Vielschichtigkeit aufzuzeigen, oder das ist, glaube ich, einfach eine zentrale Geschichte. Und
das ist das, was ich finde, das in dem Buch auch drin ist, oder genau das, oder und eben da sind es eine Unmenge unterschiedlicher Schichten, die aufeinander kommen, aufeinander aufbauen und die sehr unglaublich differenziert sind, oder? Und sobald es natürlich dann irgendwo eine Staatsarchitektur gibt, die es auch in Frankreich von Präsident zu Präsident, also man kann die Skifahrer sollen sich die Resorts anschauen gehen, oder? Die sind je nach Präsident sind die ein bisschen anders, oder? Also, und die wurden aber von oben geprägt, das gab es natürlich so in dem Ausmaß in der Schweiz nicht. Und da hat natürlich die Landi schon ihren Beitrag dazu geliefert, dass sie eben eigentlich eine ziemlich indifferente Position zur Architektur auch aufgebaut hat. Oder? Und dann ja dann noch ein interessanter Bezug auch kommt, der auch da drin ist, der dann eher nach Deutschland geht, nach Deutschland mit seiner wertvollen Architektur, die dann auch dem Nazitum unterstellt wurde, also Bonatz und Konsorten, die natürlich dann tatsächlich auch interessante Positionen waren, die hier ja auch aufgenommen wurden. Sie hören, es gibt unglaublich viel zu lesen in dem Buch. Es ist wahnsinnig toll geschrieben, finde ich auch. Wir konnten natürlich jetzt nur ein paar Facetten irgendwie aufgreifen aus dieser wirklich kaleidoskopischen Darstellung dieser Entwicklung der Architekturgeschichte hier seit 1940. Wir haben schon ein bisschen überzogen mit der Zeit, aber ich würde jetzt gern trotzdem natürlich noch aufmachen, damit Sie auch Gelegenheit haben, noch eine Rückmeldung oder Fragen an diese wunderbaren Gesprächspartner hier zu stellen. Keine Fragen. Zu viele. Ergänzungen oder Kritik? Oder Kommentare? Kommentare? Boshaftigkeit? Ja? Also, ja, ich weiß nicht, ich studiere halt Philosophie als Nebenfach. Da kann ich so nicht allzu viel sagen zu Philosophie. Das ist wie zu breitspaltig. Aber Tabula Rasa, so wie wir das meistens verstehen, hätte ich jetzt nie als Begriff gewagt, um Ruinen zu bezeichnen oder darüber überhaupt zu reden. Also ich sehe das mehr wie wenn ein Kind mit Legos spielt und da etwas aufbaut und dann einfach so mit der Hand alles wieder so wegmacht, aber es gibt ja immer noch ein Fundament. Es ist einfach Postzerstörung. Und das ist für mich keine Tabula Rasa per se, weil Tabula Rasa ist ja wie so, es war noch nie was da. Es wird ja erst etwas neu geschrieben. Deswegen habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Begriff, wie es da gebraucht worden ist. Aber es ist ja wahrscheinlich auch von dem Kontext abhängig, nehme ich an. Ja. Darf ich dazu etwas sagen? Ja, ich glaube, es ist schon extrem vom Kontext abhängig. Wenn Sie das Bild in Erinnerung haben, was ich gezeigt habe von Rotterdam, da sieht man ja 4, 5 einzelne Gebäude, die Post, den Bahnhof, die Nikolaikirche und die beiden Brücken im Hintergrund und drumherum alles abgebrochen, alles kaputt. Das ist aber die Situation 2 Jahre nach der Bombardierung. Und nach der Bombardierung waren eben die Häuser noch da. Sie waren zwar beschädigt, sie waren fast nicht mehr in dem Zustand, wie sie waren, bewohnbar, aber sie mussten erst noch zerstört werden, um den Neubau der Stadt möglich zu machen. Und ich glaube, das ist die Vorstellung von Tabula Rasa. Wenn das, sagen wir mal, im architektonischen Zusammenhang verwendet wird, ist ein bisschen der Umstand mit gemeint, dass die Architekten die Tendenz haben, einen Bauplatz erst dann übernehmen zu können, wenn wirklich nichts mehr draufsteht, wenn es wirklich leer ist, diese Vorstellung. Und das ist wirklich die Realität des Wiederaufbaus. Das trifft auch Frau Corbisier zu. Ich meine, Saint-Dié spreche ich ein bisschen darüber. Der ist gekommen, da waren alle, die standen die Ruinen noch herum, da hat man noch nicht so viel gesehen.
ein paar Monate später ist alles abtransportiert worden, hat er gesagt, wie wunderbar, endlich sieht man die Landschaft, die Berge, die Hügelzüge. Jetzt müssen wir es möglich machen, dass die Leute, die hier mal wohnen werden, auch jeden Tag beim Morgen, wenn sie aufstehen, das Fenster aufmachen können und den Blick in die Landschaft haben. Aber das ist eine Fabrikation. Das ist nur möglich, wenn man selber zuerst den Leerzustand, das Vakuum herstellt. Das, glaube ich, ist gemeint mit diesem, wenn man von Tabula Rasa im Städtebau spricht. Aber es ist wirklich ein bisschen wie beim Lego-Spielen. Ich meine, die Vergleich, ich meine, es, ja, gibt, Lego-Spiel kommt einem in den Sinn. Es gibt einen wunderbaren Umschlag der in Luzern erscheinenden Zeitschrift Heim und Leben. Der Titel ist ja schon sehr informativ. Und da ist der Wiederaufbau, ist das Thema. Dieses Heft ist 1945 oder 1946 erschienen. Und da sieht man wirklich einen Architekten, der hat natürlich einen weißen Kittel, im Gegensatz zu Dieter, der keinen weißen Kittel heute trägt. Aber der Architekt in den 40er-Jahren trug wie der Arzt einen weißen Kittel. Und der sitzt an seinem Tischchen und spielt Lego. Also hat wirklich ein Klötzchenhäuschen. Und arbeitet und sinniert am Wiederaufbau. Aber es ist wirklich Lego-Spiel, wie Sie es gesagt haben. Und es gibt einen interessanten Bezug zur Kognitionspsychologie, weil ursprünglich wurde der Begriff auch diskutiert, kommt der Mensch sozusagen mit einer Tabula Rasa zur Welt oder gibt es da bereits festgefügte Vorstellungen, die einfach menschlichem Denken dann entsprechen. Und in der Architektur gab es ja dann auch die Vermutung, wenn man Tabula Rasa hat, ja, was macht man jetzt? Wahrscheinlich war schon alles mal da, weil es gibt ja gar nicht so viele Formen. Man kann etwas mit Kubus oder Slab oder Scheibe, dann Pyramide, ja, und dann kann man noch weiter aufzählen. Aber das Formenrepertoire ist ja nicht unbeschränkt. Das heißt, kognitionspsychologisch gesagt, das Feld ist eigentlich bestückt mit einem Arsenal von Formen, die man endlos rekombinieren kann. Es gibt aber Architekten, die eher sagen, nein, wir machen wirklich was völlig präzedenzlos Neues. Richtige auch kognitive Tabula Rasa. Und ich würde sagen, die Architektur der 70er Jahre mit Rossi und den Leuten, die haben ja dann wieder betont, dass man doch gescheiter an historische Formen anknüpft, weil das eben auch ein Repertoire ist, das ja nicht einfach immer wieder neu erfunden werden soll, weil man dann immer wieder dieselben Fehler macht, sondern man soll doch aus dem heraus was entwickeln wollen. Deswegen ist die Tabula Rasa heute nicht mehr das gleiche, den gleichen Bezugspunkt für die Architekten wie im Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich glaube, heute gibt es vielleicht noch ein paar, oder? Aber letztendlich ist nach Rossi das kein Thema mehr, ja. Im Moment. Jetzt passiert sie halt einfach, darum sind wir das vielleicht etwas hilflos dann. Aber es gibt ja auch die Rekonstruktion, also wenn ich jetzt da in Frankfurt schaue, die Leute lieben ja diese Innenstadt, die ja wieder genauso aufgebaut wurde oder auch ein bisschen interpretiert wurde. Und hat einen riesen Erfolg. Ja, das ist ja dann Dresden, das beste Beispiel, oder? Die Altstadt, die ist ganz neu und die Neustadt, die ist wirklich alt. Und was Canaletto gemalt hat, 1748, das haben die nachgebaut. Man muss gar nicht mehr ins Museum, weil die Stadt ist jetzt das Museum, sozusagen das real existierende Musealisierung von städtischen Landschaften. Und die haben ja nicht diese runtergekommenen Skylines der Industriemoderne dann rekonstruiert, sondern die haben gleich das gemacht, was man sich im 18. Jahrhundert mal erträumt hat und was da auf irgendwelchen Plänen war. Also diese Art von Historizismus, der grassiert geradezu, Berliner Schloss und so, das ist dann eine neue Form von Fantasielosigkeit, die in eine Sackgasse führt. Ja, ich bin natürlich froh, dass du das Stichwort, weil es spielt in meinem Szenario eine große Rolle. Ich habe ein Kapitel Konserven, Präparate und neue Empirismen. Ich meine, weil es gibt, das Paradox ist, dass die Konservierung der Zürcher Altstadt, so wie wir sie heute zum Beispiel kennen, aber es gibt auch für andere Schweizer Altstädte,
während den 30er Jahren und 40er Jahren vorbereitet, aufgepäppelt, theoretisch fundiert worden ist. Und nach dem Krieg ist dann eigentlich dieses Konzept im Ausland also noch viel radikaler auch umgesetzt worden, zum Beispiel in Warschau, wo die Altstadt also eben als Präparat wirklich 1:1, übrigens nur etwa zu 60-70% nach dem zerstörten Zustand rekonstruiert, und zu den verbleibenden 30% sind die Idealvorstellungen, die vermuteten Idealvorstellungen des 18. Jahrhunderts, aufgrund übrigens auch von Bildern von Canaletto, umgesetzt worden. Und das ist ein ganz wichtiger Teil des Umgangs mit der Ruine, dass man die Ruine durch das Präparat dessen, was vorher vermutlich mal bestanden hat, ersetzt. Und das ist dann in den 80er Jahren im großen Maßstab nochmals aufgeführt worden, aber im Grunde ist das eine Wiederaufführung von einer Situation, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, also schon in Europa, schon mal durchgespielt worden ist. Die Neuentwicklungen, zum Beispiel Rotterdam, da sind ja dem Verkehr dann unterworfen worden. Die Straßen sind verbreitert worden. Du beschreibst das ja auch. Es geht ja einerseits um eine neue Art der Mobilität, es geht um eine Verteidigung, es geht darum, dass die Städte nicht mehr so oder anders zerstört werden, dass es schwieriger wird, sie zu zerstören. Und offenbar wird in Rotterdam werden dreispurige große Fahrbahnen, Kreise nun zurückgebaut auf einspurige Straßen. Das ist noch eine interessante Entwicklung. Allerdings. Wusste ich nicht. Ja, das wird wahrscheinlich in sehr vielen Städten dann so geschehen. Ich meine, alleine Zürich oder die Weststraße, wo ganz Europa durchgefahren ist, ist eine Quartierstraße geworden. Ja. Aber es passt natürlich dann in die Bebauung der Weststraße, und eine Stadt wie Rotterdam wird dann wahrscheinlich auch ihr Gesicht ziemlich verändern, wenn dann die Straßen so klein sind. Gut, also wenn es jetzt ganz keine dringenden, direkten Fragen fürs ganze Publikum mehr gibt, würde ich mich sehr gerne bedanken bei Dieter Geisbühler, bei Jakob Tanner und natürlich bei dir, Stanislaus von Moos, nochmal auf den Buch, die Möglichkeit, das Buch da zu kaufen und noch viel mehr zu erfahren, als wir heute darüber sprechen konnten, hinweisen. Und ich glaube, es ergibt sich ja da bei der Möglichkeit, noch etwas gemeinsam zu trinken, noch die Möglichkeit für einen weiteren Austausch. Vielen Dank.